das ist sozusagen mein dritter schwarzer Gürtel. Den ersten habe ich im Judo bekommen, den zweiten im Sumo und jetzt habe ich einen im MMA. Also es geht voran und schwarz ist die Farbe. Mein Name ist Julia Dorni und es ist hier mein Gym, mein zweites Zuhause. Hier bin ich jeden Tag, wenn ich nicht gerade auf der Arbeit bin. Und es ist mein Team, alle sind zu Hause, das ist gut so. Ich glaube, ganz schön viel harte Arbeit. Ich habe mir auf gut Deutsch ziemlich den A aufgerissen. Habe alles gegeben, was ich konnte. Seit 2015 trainiere ich MMA und seitdem bin ich auch am Kämpfen. Und dem zugrunde liegt eine fast 22-jährige Judo-Laufbahn und auch heute noch mache ich Judo, erste Bundesliga. Und natürlich war die Vorbereitung vor der WM sehr, 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 sehr hart. Also wir haben jeden Tag trainiert, mehrere Stunden. Ja, und ich glaube, ich habe es mir wirklich, wirklich verdient. Also, hard work pays off. Heute ist besonders, weil ich nach der WM das erste Mal hier bin, tatsächlich. Mich hat es furchtbar niedergerungen nach dem Finale, mein komplettes Team im Übrigen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen auskuriert und bin heute das erste Mal wieder hier im Training. Und mein Team hat mich gerade mega überrascht mit einer ganz großen Standing Ovation. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos und ja, fühle mich gut. We did it. So viel Arbeit, ha? So viel Arbeit. Und dann so eine harte Arbeit. Nein, das ist eine Menge wert. Diese Medaille ist sehr, sehr viel wert. Sehr, sehr viel wert.